Hallo und herzlich willkommen hierher zurück im Livestream von Dead Cells. Wir spielen heute Dead Cells weiter. Ich habe das gestern Abend mal sehr spät angefangen. Das Spiel macht mir mega Spaß. Ich guck kurz, ob das alles funktioniert. Ja, das Spiel macht mir mega Spaß. Und wir sind schon einmal bis zum Endboss gekommen, sofern ich das richtig verstanden habe. Ich dattel jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Hey Luca, herzlich willkommen hier um die Uhrzeit, um die unchristliche Uhrzeit. Ja, es ist jetzt 3:30, wenn ich es richtig sehe. Und ich dachte mir, nicht immer so spät abends, vielleicht einfach mal um eine Uhrzeit, wo auch jemand dazu stößt. Und vielleicht stößt ja auch jemand dazu, ne? Ich bin hier immer sehr dankbar für, wenn jemand den Link einfach mal raushaut oder das, den Stream einfach mal teilt. Finde ich also sehr klasse. Und ganz kurz noch dazu. Ich habe ja angefragt, diesen Code hier auch kostenlos zu bekommen für dieses Spiel. Und sollte ich noch einen bekommen, ich habe das also jetzt selber gekauft, sollte ich einen bekommen, dann werde ich den bei einem Marbles on Stream Tag verlosen. Und wenn da natürlich nur ein Zuschauer da ist, dann brauchen wir nicht viel fahren und rennen. So, wir sind jetzt reingekommen hier an dieser Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Und jetzt werden wir einfach mal gucken, ob wir dieses Mal zum Endboss hinkommen. Hier komme ich also nach wie vor nicht raus. Du siehst, ich habe den Bogen schon eingesammelt, warum auch immer ich den schon habe. Vielleicht, weil ich den immer habe. Auch hier komme ich nicht raus. Oh, ich mache mal mein Handy raus, bevor es mir aus der Tasche fällt. Hier oben waren wir wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob... Also ich habe überhaupt keine Idee, ob der Typ hier, ob das irgendwas bringt, zu dem hinzugehen, ne? Weil hier passiert irgendwie nichts. Ich glaube, der speichert nur ab, was wir schon gemacht haben, ne? Dann laufen wir einfach mal jetzt hier wieder durch. Wir sammeln ja einfach immer mehr Zeug ein. Und dann werden wir mal gucken, wo wir hinbekommen. Ich habe das Gefühl, stark zu sein. Aber, oh, was ist das? Da haben wir schon mal den ersten, den seltenen Wurf Eis... Oh, ein seltener Entwurf Eisbogen. Jetzt ist natürlich, das können wir jetzt nach der Runde quasi leveln, ne? Da ich jetzt mittlerweile langsam weiß, wie es funktioniert, sterbe ich hoffentlich auch nicht so schnell. Hier komme ich nicht hoch. Borg, Borg. Luca, das Huhn. Wir müssen hinkriegen, dass der Luca das Huhn wieder angreifen kann. Denn das war eine richtig gute Sache. Auch 800.000 Schüsse zu haben war nicht schlecht. Was war das? Ich habe gestern festgestellt, wenn ich selber heilen will, dann sagt das Männchen, Luca, heil mich. Und dann muss trotzdem der Stream-Kapitän mitmachen. Aber guck mal, ich komme mittlerweile doch recht gut durch, ne? Das Problem ist der hier. Ach, guck mal. Und tschüss. Ja, lul. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, ne? Habe ich R1 gedrückt? Das macht gar nichts. Was ist denn eigentlich? R1 ist ja irgendwo Dinge nur aufheben. Ja, wieder R1 gedrückt. Unangenehm. Ich wollte Dreieck drücken, natürlich. Da hinten gibt's... Ah, da kannst du mich leveln. Ach, guck mal, jetzt können wir hier hochklettern. Ja, lul. Das haben wir ja jetzt, Das haben wir jetzt dauerhaft, ne? Okay, was wollen wir verbessern? Ich bin in Rot. Also Brutalität wäre erstmal so verkehrt nicht. Komm, wir klettern mal dahin die Ranke hoch. Weil das ist jetzt quasi ein Geheimversteck, ne? Das ist jetzt quasi ein Geheimversteck. Ja, da kommen wir sogar ran. Da ist ein Teleporter sogar. Ja! Was ist denn der Bogen? Der ist lila. Der ist taktisch. Alter, lass mich in Ruhe. Wie die mir auf den Geist gehen, ne? Die Typen da. Da oben ist die Kiste. Brutalität erhöht, danke. Ja, du siehst, ich greife ja schon relativ oft mit dem Bogen an. Also Taktik wäre auch nicht so schlecht, glaube ich. So, aber das kommt ganz gut klar. Das ist... Oh, das geht gut. So. Die Tür ist aufgegangen gerade. Dann gehen wir hier mal durch. Was ist das noch? Eine Vase. Kommen wir auch nicht durch. Ah, jetzt werden die Karten immer größer, ne? Lul.
Was ist das? Hier kommen wir nicht rein, ne? Okay. Toxische Kanalisation! Das hattest du doch zuletzt gewählt, dass wir da reingehen sollen, ne? Aber warte mal, bevor wir da rausgehen, wir haben noch nicht so dolle viele Punkte. Wir merken uns mal diesen Speicherpunkt hier. Da haben wir ja einen oben links. Jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen noch paar... Wir haben jetzt gerade mal 5 so eine Punkte hier eingesammelt. Da geht bestimmt noch mehr. Ich glaube, hier sind die Gegner noch nicht so stark. Geheimen Bereich entdeckt. Borg, Borg. Enger Durchgang. Ein Loch in der Wand ist extrem klein. Huhn, da kannst du durchgehen. Außer für ein Kind. Hä? Wie jetzt? Kann man sich hier kleiner zaubern? Aber was ist hier? Gibt's bestimmt irgendwelche krassen... Was ist das? Irgendwelche krassen Zauber, ne? Diese staubige alte Tasche muss jemand vor langer Zeit hier liegen lassen haben. Ja, Lul, Fleischesser. Sind wir ja. Nice. Oh, halt, hier ist noch ein Tunnel. Dieser Tunnel wurde auf laienhafte Weise gegraben. Er wirkt nicht sonderlich stabil. Aber da kann man auch nicht reingehen. Warum eigentlich nicht? Ich bin ja eher offen für sowas, ne? Hallo, wer bist denn du? Hier ist nichts. Hier kann man auch nichts machen. Kann man nur ruppeln, aber das passiert jetzt noch nichts, ne? Hm, vielleicht beim nächsten Mal mehr. Also wir müssen auf jeden Fall eine Menge noch an Eigenschaften lernen. So, da oben geht's für uns nicht weiter. Dann gehen wir mal hier runter. Hier drüben hoch. Dann gehen wir mal hier mal schauen. Hier sind wir ja vorhin abgekürzt. Beziehungsweise sind wir abgebogen in die andere Richtung. Mist. Ach, das war unangenehm gerade. Da habe ich wieder L1 gedrückt. R1. Ich will immer schießen mit R1, ne? Ah, dumm ist das. Okay, die Kugel haben wir. Was ist das hier? Ah, lecker Essen. 165 Punkte haben wir schon. Lebenspunkte. Oh, hier haben wir noch nicht die richtige... Ne, hier haben wir noch nicht die richtigen Sachen dafür. Da bin ich zu schwach. Kein gutes Schwert am Start. Apropos, warum habe ich noch kein... Borg war ein Secret. Aha. Okay. Wieso habe ich eigentlich noch nicht was Vernünftiges? Ach, hier ist der Händler. Hier könnten wir was Vernünftiges kaufen. Wollen wir die Pfanne kaufen oder wollen wir Frostschlag 3 kaufen? Dann nehmen wir jetzt mal mit. Pass mal auf. Wir nehmen jetzt für 3400. Nehmen wir jetzt den mit. Und zwar setzen wir den auf den Bogen drauf. Das ist jetzt aber weiterhin... Achso, den haben wir... Ah! Das haben wir freigeschalten. Und deswegen können wir das jetzt auch machen. Ja, lul. Okay, jetzt können wir mit dem Frostschlag da unten die Kiste öffnen. Na, da muss man mal in die richtige Richtung den Frostschlag machen. Dann geht das auch. Was haben wir jetzt hier? Ein Buch. Oh, schön. Jetzt ist die Frage, Taktik oder Vitalität oder... Wir haben jetzt alles. Es ist alles gut. Egal, was du nimmst. Es ist alles gut. Warum ist jetzt hier eine Tür da? Wähle eine Verbesserung. Brutalität oder Vitalität, es ist egal. Und da oben ist noch ein Teleporter. Machen wir natürlich auf die Tür. Was haben wir denn hier? Eisgranate? Ja, lol. Oh nein, jetzt habe ich eine mich gemacht. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich eigentlich machen. Geil, geil. Was, die Zuschauer haben Taktik 0% wieder... Ach so, okay. Ich brauche Heilung. Das war nicht gut. Aber so kann man es anfragen. Okay. Jetzt weiß ich, wie man es anfragt. Okay. Jetzt werden wir erstmal gucken. Ich mache noch nicht genug Schaden, ne? Aber jetzt muss man erstmal richtig lernen, wie das geht hier. 248 Lebenspunkte nur. Das ist natürlich nicht doll, ne? Das sind die guten, wichtigen Punkte sind das. Wir haben 9. Promenade der Verdammten. Die ist gesperrt, sehe ich das richtig? Ach, guck mal, da ist auch ein Ausgang, ne? Da ist schon eine Weile tot.
Sie ist tot, da kann man mehr kann man ja nicht rausfinden. Okay, wollen wir jetzt. Wir gehen jetzt in die toxische Kanalisation. Die hier oben ist gesperrt. Ich heal dich meist, wenn du halb tot bist. Okay. Du kannst aber nur einmal heilen, ne? Okay, wollen wir mal gucken, wo könnten wir mal hin teleportieren? Das ist der ganze Anfang. Da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Wir haben fast alles gesehen. Da unten kann ich nach ganz links noch, aber da komme ich glaube ich nicht hoch, ne? Komme ich da unten ganz links hoch? Ich brauche noch eine etwas stärkere Waffe. Eine minimalistisch stärkere Waffe brauche ich. Ach so, nee, das ist der Eingang. Hier geht's, hier ist links der Eingang, ne? Da kommt man nur von oben runtergefallen. Da ist zwar was, aber wahrscheinlich kann man irgendwann... Ach, guck mal einer an. Ja, schau mal an. Man sollte eben doch alles erkunden, ne? Oh. Aber ich bin hier zu schwach, um die Kiste zu... Aber ich habe eigentlich, ich habe den Frostschlag. Kannst du mir einen Heal raushauen? Dann würde ich die Kiste jetzt machen. Das Schild nehmen wir nicht mit. Dann würde ich jetzt nämlich die Kiste versuchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die schaffen. Dass der Heal gut was bringt. Okay. Na, wollen wir mal gucken. Ich mache die Kiste. Bau, Pum, Peng und so weiter. Hast du nicht gesehen? Spammen in den Chat. Richtig spammen. Und ich habe Eis. Also los. Ah, dieses dumme Ding immer. Wenn man wüsste, was das ist, ne? Okay, der ist kaputt. Ne, der ist nicht kaputt. Ah! So, jetzt ist das kaputt. Okay. Jetzt können wir in Ruhe die Kiste hier aufmachen, ne? Aber siehst du, ich habe ein ganz schwaches Schwert, ne? Bumm, krack, tock, paff, tack. Was machst du denn mit Peng? So, jetzt haben wir das Blutschwert gefunden. Schon besser. Ja, lull. Okay. Aber jetzt haben wir wirklich alles. Jetzt können wir nach Hause fahren. Wo gehen wir hin? Wir gehen in die toxische Kanalisation, ne? Das heißt, wir müssen nach... Ja, da müssen wir hin. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Wir haben genau 9 Punkte. Das ist natürlich wenig hier im ersten Level. Das ist nicht doll, 9 Punkte, ne? Da hat man schon Level, da hat man 30. Was muss ich jetzt hier machen? Modifikator, nächstes Level. Nebel. Okay. Der Dark, folge dem Licht oder Blutlust. Töte ständig Feinde oder stirb. Ah, oje, oje, oje. Was ist das? Alter. Das haben wir nicht geschafft. Wurde für 5 Minuten gesperrt. Hier geht auch nicht. Letztes Mal gab es, glaube ich, auch Peng. Deswegen. Ach so, okay. So, Kollege, jetzt gehen wir erstmal zu dem und leveln uns mal. Blutlust-Taste. Wir haben 9 Punkte. Wo könnten wir jetzt die 9 Punkte investieren? Wir hatten ja... Das haben wir erstmal den Infanteriebogen freigeschaltet, ne? Landet auf Kurzdistanz einen kritischen Treffer. Und dann haben wir jetzt noch... Also 7 Dollar schaffen wir nicht, das Outfit brauchen wir nicht. Dann machen wir jetzt die Medizinfiole 2 nochmal. Haben wir noch 6 Punkte. Ja, die Goldreserve, ne? Natürlich brauchen wir Gold beim Händler, habe ich festgestellt, ne? Na, dann machen wir mal hier noch. Komm, wir kommen der immer näher, der Fiole da. Okay, ach, da steht nur noch die Erklärung. Oh, hallo, Herr Gefangener. Eine Mutation wäre möglich. Da hatten wir zuletzt gesagt, wir fangen damit an, ne? Wenn dein Gegner stirbt, stellt das Energie wieder her. Reduziert deine Inflationsstufe, wenn du einen Boss tötest. 2x so viel Munition für deine Waffen. Im Moment habe ich keine Waffen. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das Combo wieder. Nehmen wir Combo mit. Gut und Heal, beides ist wichtig. Okay. Gold? Gold. Okay. Einmal aufheilen. Oh, ich meine natürlich so. Gut, jetzt haben wir wieder Medizinfiole, ist wieder aufgefüllt. Und jetzt geht's in die Kanalisation rein.
Also wir haben jetzt wieder schon ein paar Punkte investiert, die jetzt gespeichert werden. Das finde ich schon mal ganz wichtig und ganz gut. Das sieht so schlecht erstmal nicht aus. Okay, Erfolg. Was riechst du da so komisch? Du hast zum ersten Mal die toxische Kanalisation erreicht. Jetzt ist die Frage, wie, was passiert hier? Ich nehme Schaden. Warum nehme ich Schaden? Komm mal kurz her. Oh, da redet jemand mit mir. Der Schnellste bist du ja nicht gerade, aber du scheinst zu verstehen, was ich sage. Ich habe meine Rune verloren. Ich sitze hier nämlich ein wenig in der Klemme. Und daher brauche ich meine Rune. Verstehst du? Es macht dir doch nichts aus, sie für mich suchen zu gehen, oder? Für mich? Nö. Nö, hier, komm. Vielen Dank. Sie muss hier irgendwo in der Kanalisation sein. Und zwar auf deiner Seite der Gitterstäbe. Bring sie mir schnell wieder. Na, erst muss ich gucken, warum ich sterbe. Warum schießt denn der immer so eine Granate gleich automatisch mit? Aha, jetzt nehme ich gerade keinen Schaden. Oh, jetzt nehme ich wieder Schaden. Oh. Du hast, genau, das ist blutlos. Ich verstehe. Was ist hier? Kann man nicht durchgehen. Ich muss kontinuierlich jetzt die Gegner angreifen. Sonst sterbe ich. Alles klar. Das geht gar nicht. Das schaffe ich überhaupt nicht. Ich komme hier nirgends hoch. Doch, jetzt hier. Das ist hart. Also das ist wirklich knallhart jetzt hier. Da muss man schon mal sagen. Und dann kannst du keinen Heal. Das ist der Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Irre ist das. Oh Mann, ey. So viel Schaden. Oje. Das geht schief. Da ist auf jeden Fall erstmal ein Teleporter. Was ist das? Da haben wir auf jeden Fall was gesammelt. Ich mach schon Damage, ne? Aber jetzt hast du mich schon einmal geheilt. Mehr haben wir jetzt nicht. Mehr Möglichkeiten. Hier muss ich relativ schnell raus. Sonst gehe ich hier drauf. Die heilt mich auch nicht. Bitte Gegner. Okay, warte. Haha, ich habe Glück gehabt. Das geht jetzt alles so schnell. Da muss man jetzt richtig. Ich kriege ja gar nicht mehr mit, so schnell, wie ich jetzt gerade agieren muss, ne? Mist! Die Eier sind das, die immer so knallen, ne? Okay, mach mal ein bisschen Damage, aber nicht bei mir. Okay, irgendwas heilt mich. Also, du hast recht. Die Eier gehen kaputt, ne? Die sind. Kacke sind die. Ach, da ist noch ein Vogelei gewesen. So, okay. Dann kannst du mir mal irgendwas Schönes hochgeben. Boah. Nicht sterben. Alter, das muss ja richtig schnell gehen. Da musst du ja richtig Damage machen, ne? Durchrennen musst du hier ohne Ende. Okay, da war kein Ei. Wir haben irgendwas verbessert. Schön mehr Lebensenergie. Das wäre jetzt im Moment wichtig, glaube ich, hier. Überleben erhöht. Sehr gut. 421 Lebenspunkte. Jetzt muss ich die nur hochleveln irgendwie. Also aufladen. Die steigen tatsächlich. Guck mal. Nice. Nächstes. Wieder hochleveln. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So kommen wir auf jeden Fall durch. Aber jetzt nehme ich schon wieder Schaden. Wo sind die nächsten Gegner? Brauch Gegner. Achso, was haben wir denn jetzt hier? Nehme ich gerade Schaden? Eine Bärenfalle. Stell zwei Fallen auf, die Gegner bewegungsunfähig machen. Oder hier? Multibogen. 460 Schaden.
Rein da. Oh. Und was haben wir hier? Mach auf das Brett. Blutschwert. Was haben wir hier? 314 gegen Breitschwert. Oh je, jetzt brauche ich aber schnell Heilung. Das schaffe ich nicht. Hier sind keine Gegner mehr. Wo sind die Gegner hin? Hier kommen keine Gegner mehr raus. Dann gehen wir eben jetzt raus. Okay. Hallo Netti, herzlich willkommen Netti, schön, dass du da bist. Das ging jetzt alles das war sehr stressig gerade für mich. Aber wir sind erstmal raus. Jetzt kann ich erstmal 14 Punkte hier investieren. Ich musste jetzt schnell raus, weil da waren keine Gegner mehr. Ich habe keine Gegner mehr gefunden, ne? Wie geht's dir Netti, einen schönen Tag gehabt heute? Oder wie läuft's so? Wo könnte man jetzt noch 14 Punkte investieren? Was haben wir jetzt hier noch so? Assassinendolch, Eisbogen? Schnellfeuerbogen oder Eisbogen? Komm, wir nehmen jetzt mal den Eisbogen, weil ich mit Eis finde ich ganz geil rumzuschießen. Da bräuchten wir noch 16 im nächsten Level. Okay, Jäger sieht für jeden Gegner, den du nicht mehr im Nahkampf tötest. Verkürzt die Abwehrzeit der Fähigkeiten bei jedem erfolgreichen Parieren. Ach komm, jetzt machen wir hier wieder Gesundheit wiederherstellen. Hast deswegen keinen Schaden bekommen. Wegen was habe ich keinen Schaden bekommen? Ein Gegner Drohnen weiß entwirft Tropfen. Achso, Tropfenentwürfe oder Runen, okay. Warum habe ich keinen Schaden bekommen? Weil ich fast tot war schon? Also weil ich jetzt schon bei 55 nur noch bin? Dann hätte ich natürlich in Ruhe weiterlaufen können, aber ich war mir halt nicht sicher, ne? War einkaufen, habe endlich Zigaretten und Cola. Okay, also Zigaretten sind jetzt... Also okay, eigentlich ist beides nicht so meins. Ich bin jetzt nicht so der Cola-Trinker. Ich persönlich bin absolut nur Wassertrinker. Ich trinke so gut wie nie was anderes. Oh, jetzt habe ich endlich mal was bekommen. Was auch immer das ist. Okay, so jetzt müsst ihr euch auch wieder gesund sein, ne? Ja, schön, nice Lebenspunkte. Aber ich sag mal so, jeder... Weil natürlich, wenn du gerne Cola trinkst, warum soll da jetzt irgendwas dagegen sprechen? Oh, da dürften wir jetzt entscheiden, ob abgeschlossene Türen explodieren oder ob ich im Dunkeln rumlaufen soll oder ob ich springen kann mehrmals. Ich finde ja, Jump wäre nicht schlecht jetzt, ne? Ach, bin ich doof? Was mache ich denn eigentlich hier? Danke auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade mal rüber geschaut und da sehe ich, ich bin auch ein Deppmann, ne? Natürlich kann man das Spiel auch in groß spielen. Luca, nächstes Mal kannst du mich darauf hinweisen, dass ich hier in klein spiele, ne? Das ist war doof von mir, aber naja gut, ich meine, dafür habe ich extra diese Sache angelegt, diese Szene, ne? Damit man das nutzen kann und machen kann. 25 Minuten, sagen wir mal 20 Minuten, die erste YouTube-Folge, die ich da draus schneide, habe ich jetzt so geschnippelt, so gebastelt, ne? Unglaublich. Was heißt denn diese Totenkopf da in meinem Kopf? Na, muss weiter Video aufnehmen machen. Ach so, was nimmst du denn wieder auf? Last Day on Earth oder spielst du wieder Dead by Daylight? Ich habe wieder Netti, wenn du interessant. Du spielst ja Mobile Games, ne? Und das ist eine sehr gute Idee. Um bei YouTube, also um jetzt bei YouTube, ja, sinnvoll voranzukommen, ist Gaming auf dem Handy gar nicht so verkehrt. Ich habe mir heute jetzt tatsächlich wieder ein neues Mobile Game installiert, was ich als nächstes machen möchte. Hab's nicht gemerkt. Ja, das sieht man gar nicht, dass das Bild so klein ist, ne? Hast du etwa nur Audio? und zwar habe ich mir da heute ein Spiel installiert. Und zwar, das kommt ja immer in der Werbung. Und wenn Dinge immer in der Werbung kommen, dann gucke ich mir die irgendwann an und sage mir, alles klar, jetzt musst du auch mal gucken, ob das gut ist, was da in der Werbung kommt, ne? Und da habe ich jetzt tatsächlich... Wie heißt es denn? Lass mich kurz gucken, wie es heißt. Das heißt Honkai Impact, ne? Honkai Impact kommt ständig in der Werbung. Ich kann dir nur empfehlen, guck es dir einfach mal an. Bei YouTube wird man nämlich, wenn man das Spiel in der Werbung immer sieht, dann sucht man das nämlich bei YouTube und dann ist das gut für den, der klein anfängt. Aber es ist halt so... nice! Alter, lol! Das ist ja mal... Oh, ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Lol! Na das, jetzt machen wir ja mal, jetzt haben wir ja richtig Damage machen wir jetzt. Wenn wir jetzt grün leveln, dann ist das Schwert und der Bogen, ist beides grün.
Alter! Lol! Alter, ohne Witz! Und der schießt auch immer automatisch die Bombe hinterher, ne? Das ist ja geil! Jetzt bin ich ja fast nicht mehr aufzuhalten, ne? Über den Dächern waren wir auf jeden Fall schon mal. Das, hier sind wir gestern gewesen. Die Frage ist, ob wir hier unten hin können, was machen können, oder ob wir dann wieder sterben, ne? Ich glaube, jetzt sind wir durchgefallen einfach. 85 Abos auf YouTube ist auf jeden Fall super. Ich weiß nicht, wie lange ich für die ersten 100 gebraucht habe damals. Ich kann das überhaupt nicht mehr sagen heute, ne? Ich glaube, hier geht's in die Tiefen. Da sterben wir nur. Aber du siehst ja, Nettie, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob du Abos hast oder nicht Abos hast. Entscheidend ist, ob die Leute das gucken, was du machst, ne? Und das ist eben... Das ist das, was ich festgestellt habe. Ich habe 6,5... schaffen wir das? Schaffen wir das hier? Was sagt ihr? Wollen wir das versuchen? Komm, ey, ich hab... Eigentlich müsste ich es doch schaffen, oder? Mit dem, was wir hier haben...